Eiweiße Also zerteilt und bla. das Na, Wissen. weiß ich nicht, vielleicht haben wir hier eine Ernährungswissenschaftlerin unter uns. Genau, eine Ernährungswissenschaftlerin guckt Meine YouTube-Videos. Ja, möchtest du jetzt YouTube-Videos. irgendwas dagegen sagen? Um sich wahrscheinlich weiterzubilden. Ja. Nein, aber sich unterhalten zu lassen. Guck mal, davon gibt es nur eine. Einen wunderschönen guten Mittag gewünscht da draußen, meine Lieben. Ich sehe jetzt gerade, au, dass die Tür im Weg war. Nein, dass mein Akku alles und ich hoffe, dass der andere noch voll ist. Guck mal, Leute, wir haben hier Eintrittskarten. Ja, die wir nicht nutzen können. Wie soll ich da runterkommen? Sind die gesalzen, ja? Ja, das ist doch in dieser Lake da drin, also. Also, guck mal hin, dass du das weißt. Hier ist ein Draht. Mhm. Und hier sind zwei so eine Ärmchen, ne? Ja. Und dann kannst du die immer einfach so aufdrehen. Zack, 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 zack. Dann ist es offen. Wo machen wir einen Staubsauger hin? Hier. Deswegen habe ich mich hier hingesetzt mit dir. So, jetzt mache ich das rein, weil es ist ja Strom, ne? Das macht die Mama. So, wo kommt das rein? Nein. In die Ladestation. Wo ist die Ladestation? Hier. Das gehört mit dazu auf jeden Fall. Auspacken. Hier unten kommt das rein. Das macht Spaß, Mama. Ja. Mama Highlight heute, oder? Das sieht ja schon cool aus, oder? Oh! Darf ich jetzt mal Papa zeigen? Oh, aber halt die fest. Das mache ich. Beine. Oder? Ja? Mhm. Dann nehme ich die anderen zwei wieder. Sarah! Musst du ein bisschen drehen, wenn es nicht geht. So, dann machen wir hier unten. Okay, warte. Jetzt müssen wir noch. Guck mal. Hier einmal das auspacken. Müssen wir mal gucken, hier muss ja irgendwie eine Klappe sein. Wie hast du das denn jetzt rumbekommen? Da ist doch so eine. Ach, oh, wow. Der kann mit Musik machen. So, mach mal hier alles weg. Wo dann kommt das Ding hier hin? Achso, ja, stimmt. Eigentlich. Musst du das hier noch. Also, eigentlich bei dem hier? Anderen Staubsauger war das so, dass es hier einfach irgendwo rankam. Warte mal. Ist ja komisch. Dreh den nochmal um, vielleicht ist ja doch noch eine Klappe. Nee, da ist nichts. So, dann mach mal. Kannst du Musik machen? Mach mal da die zwei Teile weg und dann kannst du mal einmal testen, ob er geht. Was? Ja. Start cleaning. Weg. Charging. Hä? Start cleaning. Ja, 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 ja. So, mit euch. Der Geschirrspüler ist jetzt gerade ausgegangen. Und wir bestellen heute. Wir bestellen heute nichts. Nein. Dass ich dich verkloppe, oder was willst du hier? Maris, haltet alle eure die Ohren zu. Bestellen. Alexa, Küche an. Ich habe jetzt gerade, also wir hatten jetzt vorhin Mittagessen gegessen. Maris, oh, meine Uhr ist aus. Dem ist jetzt schon mega langweilig. Wir haben es aber schon 16.45 Uhr. Das heißt, der Tag neigt sich so langsam dem Ende zu. Er
klagt über Essen, dabei, also über Hunger. Dabei haben wir gerade eben erst gegessen. Wenn du einen Toast haben möchtest, dann mache ich den Toast. Wenn wir noch... Ich kann euch auch die komischen Schnitzeldinger braten. Da musst du aber deine Schwester fragen, ob sie auch was abhaben möchte. Die Nuggets? Ja. Auch die Pfanfen sind es, ja. Die Pfanfen? Auch die Pfanfen. Oder wir warten noch kurz... Nee, warte. Wir warten noch kurz mit dem Essen, weil wir haben keine Mayonnaise. Holt ihr gleich noch schnell Mayo. Ich glaube, die Mayo reicht nicht mehr. Nee, nee, nicht da. Das ist nur so ein bisschen hier. Meinst du, das reicht oder ist das zu wenig? Ja, die... Sieht ganz schön wenig aus, oder? Oder reicht das für euch? Das reicht nicht. Das reicht eher für mich. Ja, ich sag doch mal, ich schreibe ihm welche Nachricht, dass er... Mama, kannst du kurz mit mir kommen? Kannst du kurz hier? Wieso? Weil ich weiß nicht, wo man hier drauf muss. Hier sind so Bilder. Ja, du kannst einfach auf das Rädchen drücken. Was ist jetzt hier dein aktuelles Trinken gerade? Da war natürlich ein Schwerer, das hilft ja nichts, das ist ja nicht das Spiel. Musste ich gerade selbst auslachen, wa? Ja, aber ich brauche jetzt hier eigentlich den Tisch, Hase. Also, das sieht doch an den großen Tisch. Setzt du dich doch auf die Terrasse und sonn dich ein bisschen. Ich bin schon Ja, ist klar. Was ist denn das für ein Spekulatius, ey? Ja, ich finde das auch. Also wir sind ja jetzt gerade noch dabei am Umstellen. Oh, jetzt spannt mein Gesicht ganz schön doll. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur aus dem Film besteht. Matthias hat bei der Post, warum will ich denn immer bei der Post sagen? Einmal Dinkel, das heißt doch DHL. Dinkel. Like. Also wir versuchen alle Kohlenhydrate, insofern das irgendwie geht, wegzulassen. Also wir versuchen es wegzulassen im Sinne von so, dass wir uns aber nicht zu doll einschränken müssen. Also wir versuchen kein Reis mehr zu essen. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass Reis wohl sehr brachial ist. Kein Reis, wir machen nur Milchreis. Ja, genau. Mit Zucker und Zimt. Nein, Quatsch. Wir nehmen es die ganze. Also wir versuchen es wegzulassen. Auch alle Weißmehlprodukte, Zucker sowieso. Also ganz normalen Zucker habe ich eh noch nie irgendwo wirklich reingemacht. Ja, also das ist, war hier noch nie irgendwie Thema. Dabei habe ich zu Matthias gesagt, bitte hol doch mal ein Dinkelbrot und Dinkelaufbackbrötchen. Dass man dann halt das morgens essen kann. Er ist zum Bäcker gefahren, hat ein Dinkelbrot gekauft. Unsere Brötchen sehen nämlich genauso aus. Und wir wissen nicht, ob das jetzt die optimale Produkt ist. Es bleiben immer noch Kohlenhydrate, aber das ist nicht optimal. Ja, aber es ist alles besser, als was wir vorher gegessen haben, als irgendwelche Vollkorn-Malz-Brote. Oder was? Wenn ein richtiges Vollkornbrot ist, ja, was keine Tonne wiegt, dann ist das gut, weil er hat Ballaststoffe ohne Ende. Ja. Aber es ist immer noch Kohlenhydrate drin und das ist immer Kacke. Aber wenn du mal ein Brot isst, dann lieber so ein ballaststoffreiches. Ja, genau. Also ich will nicht drauf verzichten. Ich will nicht 100% auf irgendwas verzichten. Ich will nur das Bestmögliche rausholen, wie es geht. Oder? Das ist halt so, du hast, also wenn es um Kohlenhydrate geht, also Stärke ist ja im Vollkornbrot auch drin. Fast genauso viel wie zum Beispiel in einem Weißbrot. Jetzt nicht ganz so schlimm. Das heißt, daraus wird ja dann auch Zucker gemacht. Boom. Und schon wieder Scheiße. Was bist denn du für ein Klugscheißer? Und früher war das gar nicht so. Früher war der Weizen noch hochwertig. Da war er nämlich nicht so wie heute. Heutzutage ist ja alles industriell, ja, alles so billig gemacht. Und da ist der Weizen dann nur noch, was hast du gesagt? Leere Kohlenhydrate oder so, wie nennt man das? Also einfach nur noch das Kohlenhydrat an sich. Früher war Weizen nicht so billig und so. Da war das... Da hatte das noch, keine Ahnung. Hör mal auf, dich so zu bewegen die ganze Zeit. Das noch Nährwertiges. Hast du viel Zucker genommen oder was? Okay. Ja, ist jedenfalls immer nicht gut. Also optimal wäre einfach Rohkost. Ist es richtig, dass da oben die Uhr aus ist?
Nee. Okay. Warum diese? Weiß ich auch nicht. Okay, verstehe. Ganz ehrlich sind, wer isst denn schon den ganzen Tag Rohkost und zieht das durch und freut sich dann daran, dass es so lecker ist? Ja. Ich meine, wir wissen auch, dass wir zum Beispiel unsere Leberwerte wieder optimal machen, irgendwie drehen müssen. Also im Sinne von, gefühlt fällt da ja jeder drunter, der irgendwie moderne Kost ist. Also alles, was verarbeitet ist, ist eigentlich scheiße, sind wir ehrlich. Aber wer will schon darauf verzichten? Ich meine, dass wir nicht, also wir gehen ja nicht wirklich täglich oder irgendwas. Wie oft gehen wir zu McDonald's? Maximal 2-3 Mal am Tag. Also chillig. Nee, jetzt sag mal bitte. Einmal, aber ich hole mir gleich für 3 Mal. Ich weiß nicht, wie oft. Einmal im Monat? Keine Ahnung. Kommt drauf an, wenn es den Burger gibt, öfter. Also ich gehe nicht so oft zu McDonald's. Wenn es den Burger nicht gibt, gehen wir gar nicht zu McDonald's. Genau, also wir reden von diesem Hütten-Gaudi, was ich euch ja schon mal erzählt hatte. Genau. Und wir versuchen einfach, das Optimalste, wie gesagt, rauszuholen. Genau, also im besten Fall ganztag Reis. Na, was soll man? Und was ist mit Vollkornreis? Scheißegal, Reis ist quasi das Schlimmste, was man machen kann, wenn es um Kohlenhydrate geht. Aber ein Reis ist doch ein Naturprodukt, das ist doch nicht verarbeitet. Also Reis, aber da ist ja Stärke drin, eine Tonne in einem Reiskorn. Und diese Stärke ist bei dir Zucker im Körper. Boom. Also du machst aus der Stärke, das reagiert doch. Wie hat das? Ich glaube, bei mir reagiert gar nichts mehr. Ich glaube, das hatte ich irgendwo mal in der Schule, hatte ich das früher mal. Wenn du Brötchen abbeißt, schmeckt das ja immer ein bisschen süßlich. Ja, das weiß ich. Das ist die Stärke da drin. Ja. Die sich sofort umwandelt. Ja, ja, ja. Und deswegen Reis ganz, ganz übel. Also wenn du, also Kartoffeln, nicht. Nudeln, Reis. Genau in der Reihenfolge. Kartoffeln? Also lieber eine Kartoffel, da hat auch Stärke, aber ist besser wie eine Nudel. Und eine Nudel ist besser wie ein Reis. Jetzt von der Insel, also wie stark, wie okay. Viel Stärke drin ist. Gut, und im optimalen Fall lassen wir einfach alle 3 Sachen sein. Im optimalen ist gar nichts mit Kohlenhydrate, ja. Okay, dann hast du lass mich mal was, kurz, was okay. Was dein Körper in Zucker umwandelt, und wenn du nichts hast, was dein Körper in Zucker umwandelt, muss dein Körper kein Insulin dagegen produzieren. Jetzt, stellt euch mal alle bildlich original jetzt ein Bild vor. Also, ja, ich bin jetzt hier, Tanja, ja? Und um mich herum, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt gerade noch seht, weil ich sehe mich ja nicht selber. Um mich herum seht ihr Mozzarella, Gouda, Benjamin-Käse, Gorgonzola, Streukäse in jeglicher Form, Cheddar-Cheese. Kannst du alles essen? Schlagsahne. Warte. Ohne Zucker. Nein, warte. Schlagsahne. Also Fett. Warte. Schlagsahne. Dann kommt, also Fleisch ist ein ganz kleiner Anteil, dann kommt Obst, Gemüse, bla. Aber ihr merkt schon, ich bin eine Cheese Queen und Sahne und Creme Fraiche und so. Und dann kommt so, ja, ein ganz kleiner Teil Fleisch, ganz klein. Und dann kommt so Obst, Gemüse, bla, ja. Und dann sagt der eine Arzt, Frau Pfleger, eigentlich dürfen Sie überhaupt keine Milchprodukte essen. Wegen Bluthochdruck und bla. Zack, eine Seite weg. Der andere Arzt sagt, ja, aber Stärke dürft ihr eigentlich auch nicht essen. Zucker, Reis, Nudeln, Dings, auch alles weg. Ach so, ja, und bitte auch kein Obst essen, weil sind da bloß wegen Fructose und so. Bitte auch nicht essen. Zack, ich sehe mich nur noch mit einer Möhre in der Fresse, Leute. Wieso? Das heißt doch gar nicht, dass ich das alles nicht essen darf. Das heißt einfach nur, dass man vielleicht von allem nicht so viel essen sollte. Und viel wichtiger ist, das Fett ist auch. Du kannst ja, theoretisch könnte ich jetzt den ganzen Tag Fett fressen. Ja, ich Fette weiß. Sahen, das wäre, also ich würde dadurch ja nicht, also. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja. Es sind trotzdem Kalorien ohne Ende und das heißt, ich werde davon auch Fett. Meine Frage ist, wenn man eine sogenannte Fettleber hatte, was ja nichts mit Fett zu tun hat, sondern ihr wisst, was ich meine. Also die Leute, die das wissen, die wissen, was ich meine. Kann man diese schlechten Werte der Leber wegbekommen, indem man einfach nur so gut es geht auf alles verzichtet? Oder muss man so ein Null-Reset machen, wo man gar nichts von alledem zu sich nehmen darf? Weil dann bin ich realistisch, dann schaffe ich es nicht. Ich bin realistisch und sage, dass du einen Weg finden musst, dich zu ernähren mit Sachen, die dir schmecken, wo du von auch einfach mal 3 Monate lang dich ernähren könntest von, ohne dass du das Gefühl hast, dass dir was fehlt. Und wenn du das schaffst,
dann kannst du das auf jahrelang Sicht machen und dabei sogar noch gesund sein und abnehmen. Wenn du das nicht kannst, ja, dann ist es alles immer nur eine Frage von, ich mache jetzt mal eine Diät und werde danach doppelt so fett. Ja, genau. Na, weiß ich nicht, vielleicht haben wir hier eine Ernährungswissenschaftlerin unter uns. Genau, eine Ernährungswissenschaftlerin guckt... meine YouTube-Videos. Ja, YouTube-Videos. Möchtest du jetzt irgendwas dagegen sagen? Um sich wahrscheinlich weiterzubilden. Ja. Nein, aber sich unterhalten zu lassen. Warum hast du mein Glas rausgebracht? Ich brauche jetzt mein Getränk, mein Wasser. Ich geb's dir rüber. Ich nicht, Leute, ich nicht. Ich trinke Tee. Ist das hier nicht? Ich hab's doch wieder reingeholt, dein Glas. Du hast gar nichts reingeholt, du hast es rausgestellt. Nein, das war auf dem Brett, das habe ich hier mit reingebracht. Für dich. Nein. Ja? Ja, na, das Ding steht doch nicht mehr auf dem Brett drauf. Naja, auf jeden Fall das Brot, was wir heute geholt haben. Also, ich kann mir halt, also ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt, ob das wirklich so viel besser ist wie ein normales Weizenbrot, ja, aber. Ist auf jeden Fall super lecker. Ja, also ich mag das ja. Also kennt ihr dieses eine übelst teure Brot, was es bei, ich glaube, Rewe gibt oder so, was nur aus Körnern besteht und ich glaube, das wird nur zusammengehalten durch ein bisschen Eiweiß oder so. Finde ich auch mega geil. Bist zwar mega lange am Kauen an einem Stück, aber es ist mega geil. Finde ich gut. So Leute, ich muss euch jetzt leider unterbrechen. Wir können jetzt nicht weiter quatschen. Ich habe jetzt noch ein Zoom-Call-Meeting der Monatsgeschichte mit Ehrungen und sowas alles. Und ja, da möchte ich jetzt mich einwählen und mich ein bisschen berieseln lassen und ein bisschen Lob abkassieren. Ehre, Bruder. Ehre, Bruder. So. Das war's hier von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und morgen haben wir einen richtig Special Day. Oh mein Gott. Wir gehen morgen Pommes essen. Ich nicht. Ich esse nur Vollkornpommes. Nein, ich esse nur das Fleisch. Und ich esse nur Vollkornpommes und oder hier, wie heißt das hier? Roggen? Aber die Kinder dürfen Pommes essen. Was haben wir für ein Brot gegessen gerade? Dinkel. Dinkelpommes. Dinkelpommes. Nee, Süßkartoffel. Aber es gibt bestimmt einen Dinkelburger. Stimmt. Tschüss.